Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 4 beziehungsweise Mass Effect Andromeda. Hier sind wir wieder. So, dann gucken wir doch mal weiter hier, ne? Wir waren immer noch nicht fertig hier mit dem Erkunden von dieser Nexus, ja. So, da haben wir doch auch noch mal Leute. Professor Herrick. Der DNA-Sequencer ist jetzt frei. Hallo? Redet er mit mir? Doch, ja. Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Darf ich mitmachen? Was sind Ihre Spezialgebiete? Frag mal doch mal so. Was sind Ihre Fachgebiete? Herrick ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanographie, Felsen und Strömungen. Aridana ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Tja, mal schauen. Chief Lucan haben wir jetzt hier auch noch. Sagt jetzt noch irgendwas? Pathfinder, diese Bioscans sind fantastisch. Könnten Sie uns vielleicht weitere Daten für unsere komparative Konservierungsstudie beschaffen? Bin vielleicht mit beschäftigt, sagen wir es natürlich nicht. Das klingt interessant. Für was für eine Konservierungsstudie? Ah, meine Arbeit ist auf dieser Konsole dort. Aber kurz gesagt, wir vergleichen und konservieren Organismen aus beiden Galaxien. Wenn Sie dem Verzeichnis weitere Bioscans und Proben hinzufügen, kann ich Ihnen einen Finderlohn anbieten. Und? Interessiert? Ja, natürlich. Das machen wir natürlich. Auf das Terminal zugreifen. Wollen wir das gleich machen? Ja, wir machen das erstmal, oder? Oder erstmal sammeln. Auf welche Konsole? Da? Da geht doch gar nichts. Ah, da! Ich glaube, die ist etwas kaputt. Okay, endgültiger Vorschlag, Professor N. Herrick et al. Was? Et al? Da wir per Definitionem in Andromeda eine eindringende Spezies sind, unser unvermeidlicher Fußabdruck muss mit äußerster Vorsicht erfolgen. Wir müssen alles bewahren, was wir ersetzen. Der Helios-Cluster stellt eine unerwartete Herausforderung dar. Wir sind mit Saatgutarchiven und DNA-Banken gekommen, um die Biodiversität der Milchstraße zu bewahren. Aber dieser Cluster wurde von der Geißel heimgesucht und seine einzigartigen Fauna und Flora sind dadurch bedroht. Auch sie müssen bewahrt werden. Aktivieren. Und jetzt? Wie, jetzt ist es ist aktiviert und was ist jetzt? Ah, man muss die Tierwelt von Andromeda scannen. Ah ja, okay. Das wird man dann irgendwann machen. Gut, das ist jetzt einmal Sidequest. Dann schwätzen wir mal mit Dr. Aridana. Pathfinder, wir hatten Ärger. Kann ich Ihnen dabei helfen? Vielleicht. Ich habe ein Außenteam losgeschickt, um Werte von einem Bereich der Geißel zu messen, der sich ungewöhnlich verhält. Sie haben sich schon länger nicht mehr gemeldet und die Sensoren können ihr Shuttle nicht orten. Ich habe sie losgeschickt. Gute, fleißige Leute. Ich habe Angst vor dem, was ihnen zugestoßen sein könnte. Bewahren Sie die Fassung. Haben Sie Hoffnung? Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Wenn ich da draußen bin, werde ich versuchen, sie zu finden. Ihre Freunde und Angehörigen wollen wissen, was geschehen ist. Und ich muss es wissen. Okay, verschwundene Wissenschaftler, lalala, das verschwundene Wissenschaftler finden. Okay, gut, also wir nehmen hier mal Zeitquests auf. Chief Luca. Hallo Pathfinder, hätten Sie Lust, im Dienste der Wissenschaft ein paar Steine zu klopfen? Nö, vielleicht später. Nee, wir sagen natürlich nichts lieber als das. Unbedingt. Worum geht es denn? Sam und ich haben auf Grundlage ihrer Scans eine VI für geophysische Studien entwickelt. Die Beta-Version ist auf der Konsole dort.
Testen Aha. Sie sie in der Praxis. Dann überzeuge ich Direktor Edison davon, Ihnen ein Beraterhonorar zu zahlen. Wie klingt das? Schön. Wir brauchen ja auch Geld. Okay, jetzt ist wahrscheinlich das andere Terminal aktiv. Warte, nee. Hä? Oder das gleiche Terminal, oder welches denn jetzt? Das hier? Ich guck mal beim gleichen Terminal, ob da jetzt das Neues ist. Ah, tatsächlich. Geophysik 6 Beta Version. Patchnote. Chief R. Lucan. GSV 2031. Interface mit Universalwerte gewartet, minimaler Lag. GSV 2093. Stimmenerkennung reagiert jetzt auf Chemie und Chemie. Ach so, Chemie und Chemie. Ah ja, er hat das übliche mit China und China. Ich hasse es eigentlich, wenn einer China sagt zum Beispiel. Dann heißt es aber bei mir auch, na gut, Chemie sage ich jetzt nicht unbedingt, aber ich mache eigentlich mehr Chemie. Also ohne das S, ne? Ja, gut, aber das sind so Sachen, ne? GSV 2105. Haptisches Interface ist nicht länger standardmäßig transparent. Ah ja. Behebt auch GSV 2027. Haptisches Interface nicht gefunden. Ah ja. Das war also der Fehler dann. GSV 2135. Sam Handshake Protokolle angepasst. Ah ja, aktivieren auf jeden Fall. Nehmen wir natürlich auch. Muss ich das jetzt hier? Ne, muss ich dann nicht hier. Das kann man alles beide aktiviert haben. Mineralien-Scan, alles klar. So, können wir jetzt nochmal mit denen reden? Oder bringt es nochmal was? Also mit ihm kann man nicht mehr reden, also mit ihr können wir nochmal reden. Ihre Planetenscans offenbaren uns die Schönheit des Kosmos, Pathfinder. Aber sie können noch mehr. Wie kann ich Ihnen helfen? Denken Sie an etwas Bestimmtes, Doktor? Wir planen die Eröffnung einer Schule, um eine neue Generation junger Geister zu inspirieren. Ich möchte, basierend auf Ihren Daten, ein ebenso exaktes wie prachtvolles Modell des Clusters für Sie anfertigen. Mein Prototyp ist auf dieser Konsole. Ah, wenn Sie das Modell ja. durch weitere Scans ergänzen, werde ich mein Bildungsbudget mit Ihnen teilen, verbunden mit meinem Dank. Oh, schön. Ja, wir nehmen hier Jobs an. So, jetzt ist die auch fertig. Und er ist auch fertig. Okay, dann nehmen wir das auch noch. Also man kann ja nicht genug Quests haben. Clustermodell Dr. Leinomi Aridana. Die drei ersten Systemmodelle werden nächste Woche fertig. Dann sehen wir unseren Platz in der Welt. Orbitale Varianz für die Nexus muss korrigiert werden, da die Bauvorhaben unsere Ausrichtung verändern. Zur Erinnerung. Unsere Töchter werden keine Stase kennen. Sie haben nicht 600 Jahre geschlafen. Sie werden Kinder von Andromeda sein und von allem, was uns bevorsteht. Dieser Cluster in seinem Chaos hat uns nicht willkommen geheißen. Aber nicht unser Leid zählt hier, sondern das, was wir in die Waagschale werfen. Okay, aktivieren. So. Also das machen wir natürlich auch. Planeten in ganz Helioscan, 50 Stück, wow. Alles klar, aber wir machen das natürlich. Wenn wir da uns was rausschlagen können, was Gutes. So, Konsolen. Also die wollen alle mit mir reden, nicht? Nee. Dann rede ich halt mit denen eben nicht. So, habt ihr das? So, Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Nichts Illegales. Milizbüro. Sie wären überrascht. Es gibt Oscillia-Rebstöcke in der Saatbank. Das ist falsch. Niemand stellt den Andromeda-Creeper her. Sie wären überrascht. Ah, Liam. Servus. Pathfinder, unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Okay, das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Okay, sollten wir nicht irgendwie neue Verbündete finden dann? Also sie könnten alle tot sein, jetzt mal so betrachtet. Oder schreiben wir sie nicht ab? Ich würde sagen, es wird noch Hoffnung irgendwo sein. Also schreiben wir sie nicht ab, ne? Sie waren frustriert.
Hätten sie einfach nur töten wollen, hätten sie auch hier bis zum Ende kämpfen können. Anscheinend sind wir für alle die große Hoffnung. Nicht die Hyperion, nur wir. Ich stehe hinter ihnen, aber es ist viel verlangt. Okay. Ich bin beunruhigt. Nee, sagt man natürlich nicht. Wir kriegen das wieder hin. Wir sind jetzt hier natürlich ja wieder mal so hochpushend. Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Bereit jo, und gute willens, Einstellung. Pathfinder. So will ich das hören. Und nicht hier, das können wir nicht und so lalala. Mit beunruhigten Turianerinnen reden. Habt ihr sonst noch zu melden? Ich finde es nicht mehr so schlimm, ein Jahr verpasst zu haben. Alle sind völlig fertig. Und sie können nichts tun, außer zuzusehen, wie die Reserven schwinden. Und jetzt sind alle Augen auf uns gerichtet. Ich weiß nur, dass wir die Sache in Ordnung bringen müssen. Der Entladungsvorgang für die Hyperion wurde unterbrochen. So, Mariette. Okay. Moment mal. Was ist denn das für eine Spezies? Das ist doch... Hä? Das ist eine Turianerin? Echt jetzt? Ja, red mal doch mal mit ihr. Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Für meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Okay, er muss was Schlimmes getan haben, das sagt man natürlich nicht. Ja, wir fragen aber mal, was für ein Verbrechen. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirkan Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Ja, also gut, wenn es alles nur so Indizien sind, ist es ja nichts Stichhaltiges. Und dann kann es tatsächlich ein Unfall gewesen sein, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür habe, das sagt man natürlich nicht. Ich sage jetzt einfach natürlich, klingt natürlich interessant. Da wird man gleich wieder mal ein bisschen Sherlock Holmes noch spielen, sozusagen. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte. Sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Okay, können wir machen. Erster Mörder. Mit dem Gefängniswärter sprechen. Okay. Ja, das Gefängnis haben wir doch schon gesehen, da drüben, oder? So, Einsatzteam-Missionen können wir hier benutzen. Kandros, er hat auch noch was zu sagen. Wer ist denn das da hinten? Der sagt nichts. Okay, alles klar. Gucken wir mal Kandros an. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Gut, wenn das denn so ist, dann lassen wir uns von dir einmal voll quatschen. Wir fangen mal an... Ja, fangen wir mal oben an. Reise nach Andromeda. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin.
und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garsons Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Okay. Ja, was ist jetzt Ihre Aufgabe? Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Kette uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Ja gut, irgendwer muss es halt machen, ne? Übrigens, was kannst du denn zu den Cat sagen? Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Das kennen wir. Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen. Und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Tja, bei denen weiß man halt nicht, was sie wollen, ne? Es sind ungefähr so wie die Borg. Wir reißen alles an uns und ja, aber verhandeln tun wir eben nicht, ne? Ja, was soll man gegen so einen Typen machen, wenn man mit einem nicht reden kann, ne? So, dann frage ich aber noch wegen dem Einsatz der Miliz. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Eigentlich könnte ich sie autorisieren, sie selbst einzusetzen. Das würde die Reaktionszeit verkürzen. Danke. Sie finden unsere aktuellen Operationen auf dem Terminal. Sehen Sie selbst, ob etwas dabei ist, das einen Motivationsschub vertragen könnte, der wirklich zählt. Aha, jetzt. Wohlergehender Turianer. Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen, egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Ja gut, ist ja das meiste vom Volk nicht da, ne? Dann zählt eigentlich alles nichts, ne? Okay, auf Wiedersehen. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Ja, dann haben wir ja was gemeinsam. Das haben wir erledigt. Jetzt haben wir noch Cash und dann haben wir noch Tanzuschwätzen hier. Jetzt tun wir mal Einsatzteams. Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Die habe ich doch schon, du Knallerbse. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Einsetzen wofür? Sie vertrauen sie mir an? Ja, das können wir mal so sagen. Ich werde ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Ja, Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Okay. So, kann ich jetzt benutzen machen. Wird geladen. Oh Gott, was ist denn das hier alles? Sabotage des Feindes. Technisches Personal beschützen. Waffenbericht untersuchen. Wie funktioniert denn das hier jetzt? Also das ist ausgewählt. Sabotage des Feindes, hä? Benötigte Zeit? Ja, den Rest dahinter kann ich gar nicht lesen. Wie soll das jetzt hier funktionieren? Was ist das hier überhaupt? Einsatzteams können entsandt werden, um Missionen zur Unterstützung der Andromeda-Initiative zu erfüllen. Im Erfolgsfall erhalten sie EP und Ryder erhält eine Belohnung. Scheitern sie, erhalten sie nur wenige EP und es gibt keine besondere Belohnung. Okay, ist ja klar. Apex ist das beste Elite-Einsatzteam im Cluster und zuständig für
Kritische Mission. Wählen Sie eine Mission und drücken Sie Leertaste, um Apex loszuschicken. Ihr Fortschritt wird vor dem Start des Multiplayer-Modus automatisch gespeichert. Sie übernehmen dann die Rolle eines Apex-Agenten in einem kleinen Trupp. Spielen Sie Apex-Missionen im Multiplayer mit Freunden oder über öffentliche Spielersuche, um Einsatz die Belohnung für Rider zu sehen. Okay. Ach, das ist so Multiplayer-Käse. Naja, okay. Ach, das ist... Okay. Wählen, wie jetzt? Ich will doch jetzt hier... Ich mach es mal beenden. Das geht gar nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder weiter? Hallo? Kann ich hier nur wählen machen? Escape funktioniert hier nicht oder beenden? Kann nichts machen. Ah. Diese Missionen sind derzeit für Einsatzteams verfügbar. Wählen Sie. Okay. Lesen Sie, beschreiben Sie. Zeitlimit, Belohnung, Erfolgsfall. Ah, ja, okay. Sabotage des Feindes nicht gestartet. Benötigt Zeit 1 Stunde 55 Minuten 08 Sekunden. Okay. Ablauf in 23 Stunden 3. Okay. Wir haben zahlreiche feindliche Streitkräfte mit Lücken in der Verteidigung entdeckt. Schleichen Sie rein, zerstören Sie Ihre Vorräte, damit Sie angreifbar werden. Missionsmerkmale: Cat, Geiselnahme, leise und tödlich. Ist schon mal nichts für mich. Ich bin doch laut wie ein Elefant und plump. Passfinder belohnen, das kann man leider nicht lesen. 4 Missionsfunks kriegt man davon. Das Symbol bezeichnet die Schwierigkeit der Mission. Das ist schon mal ganz schlecht, wenn ein Totenkopf ist, oder? Leertaste. Ah, da kann man jetzt scrollen. Bronze Creditbox und Bronze Materialienbox. Oh Gott, das mit dem Multiplayer-Kack. Ich kann sowas einfach gar nicht leiden. Das kann ich jetzt auch nicht im Let's Play gebrauchen hier mit Multiplayer-Käse. Wenn, dann nehme ich es vielleicht an und mache es dann tatsächlich private Menge oder so, aber vorwiegend bin ich da nicht so viel dafür. Technisches Personal beschützen. Positive Merkmale. Nächste Stufe. Okay, das läuft. Benötigte Zeit 1 Stunde 3. Erfolgschance 70%. Positiv unauffällig. 10 auf Effektivität wird leise und tödlich. Ja, aber es läuft also nicht ab. Das kann man also immer machen, oder wie? Derzeit rekrutiert 1 von 6. Ich mache aber mal zurück hier. Ah doch, das hat einen Ablauf in 11 Stunden. Benötigte Zeit und denke, das ist eine kritische Mission. Wir glauben, dass der Plan der Mission durchgesehen ist. Geben Sie einen, bevor das Team eintrifft. Ah ja, gesetzlose nächtliche Mission, überall Gegner. Überall Gegner, ja gut, das macht ja nichts, aber ja. Gut, was haben wir hier? Dann kommt das hier noch. Waffenbericht untersuchen. Ja, prüfen Sie, ob die Mission im Multiplayer absolvieren oder im Einzeltipp zu überheben müssen. Ach so. Ich kann jetzt da auswählen. Ablauf in 11 Stunden. Wir haben Gerücht gerne Waffen durch das. Okay, oh, ist Risiko. Trage leise, tödlich, gesetzlose. 10 Missionsfunks, Forschungsdatenbox. Details. Spieler können während der Welle nicht wiederbelebt werden. Effekte keine mehr Welle. Bronze, Feuerstelle, Vertigo, man lebt nur einmal. Wie geht denn das jetzt? Ja, wenn, dann würde ich schon sagen, das können die doch mal machen, oder? Wählen. Möchten Sie diese Apex-Mission im Multiplayer spielen oder Einsatzteam schicken? Einsatzteam schicken. Was mit 78% Erfolgschance, benötigte Zeit 3 Stunden. Ah, okay, jetzt sind die 3 Stunden praktisch gebunden. Ach, das, nee, das ist das hier. Und das jetzt, ich will das jetzt, also. Starten. Beschützen nicht gestartet. Hä? Ja, also. Kann ich die jetzt nicht dann zum Beispiel noch selber machen? Was ist das hier?
Einsatzteam, das ist die aktuelle Liste der Rekruten. Desto mehr Mission könnte. Ah, okay. Einsatzteams können Sie bei einer Mission prüfen. Okay. Sehr schön. Das heißt also, ich kann dann alles über. Na, die Komponente ist natürlich schon wieder besser, wenn ich das dann automatisch sozusagen lösen lassen kann hier. Kann ich das jetzt hier mal weg haben? Ah, jetzt geht das schon wieder nicht hier. Okay, das geht's. Das läuft jetzt hier ab hier. Team rekrutieren. 40 Missionsfunds. Na komm, machen wir doch einfach mal. Team rekrutieren. So, jetzt könnte man eigentlich das nächste dann machen hier, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache hier. Team stilllegen kann ich jetzt mal ein Team ausrüsten. Okay. Man kann. Ja, man muss da ja also noch. Ach. Ja. Okay. Bei dem Team weiß ich ja nicht, was es hat. Ich habe das einfach losgeschickt, ohne zu gucken, was die haben. Delta ST1. Na gut, das ist es auch. Keine Merkmale. Ja gut, unauffällig und so. Geiselrettungsspezialist. Plus 10 auf Effektivität während einer Geiselnahme. Das wäre doch was für... Okay. Mach ich mal beenden. Halt. Erstschlag. Ah ja, okay. Ich gehe da nochmal rein hier. Das ist für mich halt alles neu, ne? Technisches Personal beschützen. Geiselnahme. Da haben wir es doch. Da können wir doch die hinschicken, oder? So, 78% die Chance. Gut, okay, dann ist es hier auch gelöst. Da können wir jetzt nichts mehr machen. Wir weisen darauf hin. Also ich kann... Ah, interessant. Ich könnte das im Multiplayer machen, aber ich kann halt auch Teams losschicken. Und wenn ich da ein was mit Team schon mache, kann ich das jetzt nicht mehr machen. Okay. Ja, ist mir auch wurscht hier, das will ich jetzt auch nicht. Ja, so, okay, das war das. Das war das Milizbüro. So, jetzt sind wir einmal rum hier im ganzen Karree, ne? Gut, dann können wir mal weiter gucken. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier zum Gefangenen-Dings hier. Sergeant Acker. Kann ich Ihnen helfen? Pathfinder ja. Ryder, ich will zu Nilken Ransus. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nilken, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ans Exil zu schicken. Ihre Frau sagt, Sie sind unschuldig, deswegen bin ich nicht hier. Wir sagen Ihre mal Frau ist völlig verzweifelt. Sie sagt, Sie waren es nicht. Und dass sie liebt. Sie ist eine wunderbare Person. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert. Von Feinden überrannt. Unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Und dann war er tot. Streit ist normal. Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich würde ja sagen, Streit ist irgendwo schon mal normal, ne? Soweit ich weiß, verstößt ein Streit nicht gegen das Gesetz. Da ist noch mehr. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Das ist furchtbar, dann war es keine Absicht. Klingt wie ein Unfall. Das habe ich auch gesagt. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Die Beweise werden entscheiden. Geben sie nicht auf. Also das würde ich einfach mal sagen. Ja gut, Beweise. Sind das wirkliche Beweise oder sind es Indizien? Das ist ja die Sache. Geben sie noch nicht auf.
Ich werde mir die Beweise ansehen. Vielleicht finde ich ja etwas, das Ihnen hilft. Das wäre großartig. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Okay, mit Kandros sprechen. So, was haben wir hier? Der Waffenhändler? Ja, ja, schön. Dann gehen wir doch nochmal zurück da, ja. Der Energieverbrauch der Hyperion beträgt jetzt 100%. Servus. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Naja, Mordfall. Ich möchte Sie etwas anderes fragen. Nee. Okay, ja, nee, dann... Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, ja, das war das. Ja, ist doch schon recht. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche? Ja. Oder ist das Sache der Miliz? Okay, Mordfall. Ich habe mit Nilkan Rancis gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar, aber dieser Mord war der auslösende Funke. Und er wurde verurteilt? Ist das nicht etwas weit hergeholt? Ich finde es falsch, das alles auf ihn zu projizieren. Ist es auch, aber so wurde es nun mal wahrgenommen. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Und Sie glauben ihm nicht. Das ist wichtig, ja, aber mangelnde Beweise, dann ist es ja schon mal, ja, dann ist es eigentlich unhaltbar, die Verurteilung. Und Sie gehen davon aus, dass er lügt. Eine Lüge bedeutet einem Mörder gar nichts. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Gut, okay. Wir werden uns das auf jeden Fall angucken und werden da hier die Zeugen befragen. Ja, bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Ja. Okay, optional Aufzeichnung abspielen, mit der Zeugin namens Shaw sprechen. Ich mache das jetzt erstmal als Ding, als Quest, dass ich das auch noch weiß. So, auf welcher Konsole da drüben, okay, gut. Ja, Leute, wir sind wieder durch für heute. Ich würde sagen, wie ich sage, mir mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es da beim nächsten Mal, müsst ihr unbedingt wieder einschalten. Tschüss, sagt euer Commander.